Ich hoffe, die Übersetzung funktioniert auch für die Journalisten, die hier heute anwesend sind. Ich darf Sie ganz herzlich in Österreich begrüßen, mich bedanken, dass Sie unser Land besuchen, darf mich bedanken für das gute Gespräch, das wir hatten. Und als Bundeskanzler der Republik Österreich freue ich mich vor allem darüber, dass sich der Austausch zwischen Korea und Österreich sehr positiv entwickelt. Wir hatten im letzten Jahr einen Boom der österreichischen Exporte, ein Plus von über 50% auf 1,3 Milliarden. Wir haben österreichische Direktinvestitionen in der Höhe von über einer Milliarde und wir sind somit, glaube ich, ein wichtiger Handelspartner für Korea. Vor allem ist aber auch Korea der drittwichtigste Handelspartner für uns in Asien. Wir sind heute darüber eingekommen, dass wir alles tun wollen, um diesen guten wirtschaftlichen Austausch noch weiter zu intensivieren. Ich darf mich auch ganz herzlich für die Einladung in Ihr Land bedanken. Österreich wird am 1. Juli den Ratsvorsitz übernehmen. Wir wollen auch die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Asien stärken. Wir werden dazu vor allem am 18. und 19. Oktober einen EU-Asien-Gipfel veranstalten, wo ich mich sehr freue, dass Sie auch hier teilnehmen werden. Politisch gesprochen vielleicht noch ein Wort zur Situation auf der koreanischen Halbinsel. Die vorläufige Absage des Gipfeltreffens ist etwas, das aus unserer Sicht sehr bedauerlich ist. Wir hoffen aber, dass es sich hier vielleicht um eine Verschiebung handelt und das Treffen doch noch stattfinden kann. Es besteht immer noch die Hoffnung, dass es eine friedliche Lösung, ein friedliches Zusammenleben gibt, und wir unterstützen weiterhin die Bemühungen der koreanischen Regierung für eine Denuklearisierung und den Aufbau des Friedens auf der koreanischen Halbinsel. Ich wünsche Ihnen hier bei Ihren Bemühungen alles, alles Gute und bin zuversichtlich, dass wir Sie hier auch weiterhin als Republik, aber vor allem auch als Europäische Union unterstützen können. Vielen Dank für das gute Gespräch und ich darf nun an Sie, Herr Premierminister, übergeben. Ja, herzlichen Dank, Herr Bundeskanzler, für die guten Worte. Ja, Herr Bundeskanzler hat zwar sehr kurz das Statements abgegeben, aber ich habe ein bisschen etwas viel vorbereitet. Und es macht mich etwas schwierig, es vielleicht zu kürzen. Dafür möchte ich mich erstmal schon entschuldigen. Wir haben heute durch unser Gespräch und auch über das Mittagessen vielen Gedankenaustausch machen können, der für beide Seiten, glaube ich, sehr fruchtreich war. Insbesondere war ich sehr angetan von der großen Charme und des Bundeskanzlers, der es uns dabei gezeigt hat. Ich möchte mich zuerst beim Herrn Bundeskanzler und der österreichischen Regierung sehr dafür bedanken, mich und unsere Delegation warm aufzunehmen. Es ist das erste Mal nach 14 Jahren, dass ein koreanischer Premierminister Österreich besucht. Das Land der Kultur und Kunst sowie das Land mit vorreitender Wissenschaft und Technologie. Österreich ist auch das Herkunftsland der ersten koreanischen First Lady in Korea. Und es ist auch die Heimat der Krankenschwestern Marianne und Margaret, die über 40 Jahre in der koreanischen Leprainsel Sorokdo ehrenamtlich koreanische Leprakranke versorgten. Das ist, glaube ich, der Grund, warum Koreaner Österreich gegenüber eine besondere Nähe und Freundschaft empfinden. Korea und Österreich unterhalten seit 1892, also seit 126 Jahren, diplomatische Beziehungen. Beim heutigen Treffen haben Bundeskanzler und ich gemeinsam diese langjährigen und guten bilateralen Beziehungen hochgeschätzt und wir waren uns darin einig, dass unsere beiden Länder auch in der Zukunft füreinander ein guter Partner sein werden. Wir haben mit Freude gemeinsam zur Kenntnis
genommen, dass der bilaterale Handelsvolumen im letzten Jahr zwischen unseren beiden Ländern ein historisches Hoch von 2,5 Milliarden US-Dollar erreicht hat. Außerdem sind insbesondere die Investitionen koreanischer Unternehmen in Österreich in der Zukunftsautomobilbranche in letzter Zeit groß gestiegen. Und wir haben uns die Meinung geteilt, auch von Regierungsseite unser Bestes zu geben, um diese koreanischen Unternehmen beim Fußfassen in Österreich zu unterstützen. Auch haben wir beschlossen, uns für die Teilnahme von koreanischen Unternehmen an österreichischen Unterstützungsprogrammen für Forschung und Entwicklung oder Start-ups uns zu bemühen. Ich und Herr Bundeskanzler Kurz haben auch die guten kulturellen und personellen Austausche zwischen unseren beiden Ländern sehr geschätzt und uns weiter zu bemühen, diese zu stärken. Wir haben auch darüber gesprochen, die Kooperation zwischen unseren beiden Ländern, nicht nur zwischen unseren beiden Ländern zu stärken, sondern auch zwischen Korea und EU. Und ich habe Herrn Bundeskanzler zur österreichischen EU-Präsidentschaft im zweiten Halbjahr dieses Jahres gratuliert. Und wir haben beschlossen, uns gemeinsam für eine Vertiefung der Beziehungen zwischen Korea und der EU während der österreichischen Präsidentschaft zu bemühen. Bezüglich der Lage auf der koreanischen Halbinsel habe ich Herrn Bundeskanzler Kurz erklärt, dass die gemeinsame Panmunjom-Erklärung am 27. April dieses Jahres das Gesult der Bemühungen der koreanischen Regierung war. Wir finden es sehr traurig, dass nun der eigentlich angesagte Gipfeltreffen zwischen der USA und Nordkorea nun doch nicht zustande kommen konnte. Aber die historische Chance, die durch das innerkoreanische Gipfeltreffen geschaffen wurde, die muss weiterhin genutzt werden. Und dafür werden wir uns weiterhin einsetzen und uns bemühen. Wir werden uns weiterhin darum bemühen, auf der koreanischen Halbinsel eine Friedensverankerung, eine solche Atmosphäre herzustellen. Und diesbezüglich möchten wir uns nur sehr dafür bedanken, dass Österreich bislang immer mit Tat und Kraft unserer Regierung beiseite gestanden hat, was die Nordkorea-Frage und koreanische Halbinselfrage anbelangt und gebeten, auch in Zukunft uns zu unterstützen. Wie gesagt, unsere beiden Länder haben eine Freundschaft, die über 126 Jahre hinwegführt. Und viele Koreaner erinnern sich auch an Österreich als ein Land, an das es viel zu verdanken hat. Und ich hoffe, dass auf der Basis solcher guten, positiven Boden, die wir haben, unsere bilateralen Beziehungen künftig noch weiter in den verschiedensten Bereichen sich fruchtvoll weiterentwickeln. Ich habe Bundeskanzler Kurz auch sehr herzlich zu einem Besuch nach Korea eingeladen. Und diese Einladung hatte er, glaube ich, sehr gut angenommen. Thank you.